Heute wird es richtig wild. Ihr seid auf der Suche nach dem besten Rezept für ein Wildgulasch? Willkommen bei Kalle kocht. Klappe und Action. Oh, ist das lecker. Ich gebe es zu, dieses Stückchen Fleisch für ein Gulasch ist schon fast zu schade. Das ist nämlich Oberschale, da kann man wunderbar auch Hirschrouladen draus machen. Aber weil für Carmen und für mich ist dieses Stückchen wie gemacht 900 Gramm, dazu drei dicke fette Zwiebeln, ein bisschen Tomatenmark, für meine Soße nachher Preiselbeeren und in unserem Teebeutel habe ich jetzt Lorbeer, zwei Nelken, ein Teelöffel Wacholderbeeren, ein Teelöffel Pfeffer und einen Teelöffel Piment. Das sind unsere Gewürze, neben Salz natürlich und ein bisschen guten Rotwein. Um das Wild zu schneiden, benutze ich jetzt ein Plastikbrett, weil das kann dann später in den Geschirrspüler. Ganz spannend, hier an diesem Stück zu erkennen, wie die Fasern laufen, spielt bei unserem Gulasch heute keine große Rolle. Aber wer aus so einem schönen Stückchen Fleisch Medaillon schneiden möchte, muss natürlich jetzt in diese Richtung schneiden, damit die Fasern ein bisschen kürzer werden. Wir schneiden heute Gulasch, so wie Oma das auch gemacht hat, in große Stücke. Aber schaut euch bitte die Qualität von dem Fleisch an. Richtig, richtig toll. Grobe Würfel, schneidet es nicht zu klein, weil das wäre schade, denn verkocht es viel zu schnell und wir wollen ja auch sehen, was für ein schönes Fleisch wir im Gulasch haben. Für unser Hirschgulasch gibt es wohl keinen besseren Topf zum Ansetzen als unseren Breta aus dem Hause Hoffmann. Sehr starkes Material. Das Beste ist, der steht 100%, der ist schon heiß, der steht 100% plan auf dem Herd. Ihr braucht keine Sorge haben, dass da irgendwas kippelt, dadurch habt ihr die optimale Hitzeübertragung, was natürlich am Ende auch wieder Energie spart. In das heiße Öl, was ich da schon hineingegeben habe, gebe ich jetzt wie gewohnt das Fleisch hinein. Wichtig jetzt gleich, nicht gleich umrühren, sondern erstmal braten lassen. Jetzt geht's los. Oh. Und das Fleisch sieht so toll aus. Richtig schön. Nur verteilen und erstmal braten lassen. Und schaut euch an, was der Topf an Hitze speichert. Es knistert immer noch. Der Topf hat die Hitze gespeichert. Zeit genug, schnell die Zwiebeln zu schneiden. Und zwar in einfache Streifen. Gemüsezwiebeln sind jetzt hier gefragt, weil die verkochen einfach sehr, sehr schnell. Und durch die Zwiebeln wird nachher auch mein Wildgulasch richtig schön angedickt. Das heißt, wir brauchen hier gar kein Mehl. Das funktioniert wie nach Großmutters Rezept beim Rindergulasch hier ganz genauso. Zwiebeln einfach nur herunterschneiden. Die Zwiebeln sind geschnitten und in meinem Topf ist immer noch unglaubliche Hitze. Das Schrecklichste, was uns passieren kann beim Gulaschkochen, wenn da jetzt erstmal sich so eine Schicht Fleischsaft bildet, tut dem Gulasch nicht gut, sieht blöde aus und macht überhaupt keinen Spaß. Vernünftiger Topf. Das ist das Geheimnis. Und wenn das so schön geröstet ist, wollen wir mal drunter gucken hier. Aha, da ist richtig Farbe. Jetzt dürfen wir umrühren, sodass das Fleisch von allen Seiten angebraten wird. Und selbst beim Umrühren brät es immer noch weiter. Es hat hier tatsächlich nicht einmal angefangen zu köcheln. Und schaut mal, wenn ich das Fleisch umdrehe, da sind so richtig so die Hitzebläschen obendrauf. Also das macht Spaß, in so einem Topf ein Gulasch anzusetzen. Und wenn mein Fleisch so eine schöne Farbe hat, und Achtung, wenn ich hier mit meinem Küchenhelfer mal drinnen längs schabe, dann seht ihr, da unten am Topfboden, da ist nichts, ne? Das ist alles sauber. Und trotzdem haben wir Farbe. So soll es sein. Da geben wir jetzt die Zwiebeln drauf. Alte Weisheit, man soll so viel Zwiebeln, oh, das funktioniert ja prima hier. Man soll so viele Zwiebeln dazu geben, wie man auch Fleisch im Topf hat. Und zwar nicht vom Gewicht her, sondern vom Volumen. Und das wird jetzt untergearbeitet. Und auch etwas Wunderbares, ich kann jetzt, der Herd sieht gut aus, ne Carmen? Aber mach dir keine Sorgen, den mache ich selber sauber. Und das Schöne ist, ich kann jetzt hier die Plastikgriffe hier an der Seite, die bis 240 Grad im Ofen mitmachen, sind einfach kalt. Ich kann den Topf anfassen, obwohl da drinnen praktisch von der Hitze her die Hölle los ist. Also, Zwiebeln auch goldgelb anbraten.
dann ist das Gulasch schon so gut wie fertig. In unserem letzten Gulasch-Film, der nicht zum Thema Wild war, da haben einige von euch geschrieben, dass die Zwiebeln in dem Gulasch nicht verkocht sind und damit waren sie sehr unzufrieden. Wichtig ist natürlich, dass ihr, wie schon vorhin gesagt, eine Gemüsezwiebel benutzt. Und diese Zwiebeln müssen, so wie hier, auch richtig Hitze erfahren. Die schmelzen ja jetzt hier schon beim Anschwitzen so stark, dass sie eigentlich verkochen müssen. Also, dieses Anschwitzen ist super wichtig. Und wer genau hinhört und wer genau hinschaut, der sieht auch, dass auch von den Zwiebeln das Wasser fast alles verdampft ist. Jetzt können wir schon mal ein bisschen Tomatenmark hineingeben. Das bringt uns noch zusätzliche Aroma und das wird auch mit angeröstet, also bringt es uns auch Farbe. Tomatenmark einfach in die Mitte. Das sind jetzt hier 2 Esslöffel gewesen. So. Und jetzt stellt man fest, wenn ich das hier verrühre, dass sich das relativ schlecht verteilt. Deswegen der alte Trick, gebt an dieser Stelle einen kleinen Schuss Rotwein dazu. Einmal so ein bisschen ablöschen. Dann verteilt sich auch das Tomatenmark super einfach. Und ihr seht, durch dieses Ablöschen, wie bei einer traditionellen Jus, haben wir sofort ein bisschen mehr Farbe. Das Ganze machen wir jetzt 3-mal. 3-mal rösten, das heißt glasieren, 3-mal ablöschen, das heißt deglasieren. Und dann werdet ihr sehen, was für einen tollen Unterschied in der Farbe. Den Unterschied an von der Farbe. Ich lege nochmal das Bild daneben, wo wir angefangen haben mit dem Anbraten. Und jetzt, also da braucht man doch wirklich kein Pülverchen, um eine braune Soße zu erzeugen. Wir löschen jetzt mit dem restlichen Schluck Rotwein ab. Wer keinen Rotwein in seinem Essen haben möchte, benutzt einen ungesüßten Traubensaft oder macht das Ganze einfach nur mit Gemüsebrühe. Das geht ganz genauso. Was hier jetzt noch fehlt, immer in meinem Wildgulasch, wir geben da jetzt noch Preiselbeeren dazu, eine kleine süße Note. Das sind jetzt hier 3 Esslöffel Preiselbeeren auf 1 Kilo Fleisch. Was natürlich auf gar keinen Fall fehlen darf, ist Salz. 1 Kilo Fleisch plus 3 große Zwiebeln, die wollen gewürzt sein und gesalzen. Dann haben wir natürlich noch unseren Teebeutel hier mit unseren Gewürzen. Den legen wir hier mal so ein bisschen an die Seite, dass der so ein bisschen auskochen kann. Nun ist das natürlich viel zu wenig Soße und wir füllen das Ganze auf mit Wasser. Gottes Willen, warum denn mit Wasser? Weil Wasser ist jetzt das beste Mittel. Wir haben 1 Kilo Fleisch, 3 Zwiebeln. Mit was wollen wir denn auffüllen, damit das noch besser wird? Eine bessere Soße als von diesem Fleisch kann man nicht haben. So, und wir lassen das jetzt auf kleiner Flamme zärtlich vor sich hin köcheln, den passenden Deckel oben drauf. Da geht auch nichts weg an Aroma und es kann im eigenen Saft vor sich hinschmoren. So, der hat jetzt hier ziemlich genau 60 Minuten vor sich hingeköchelt, mein Schmortopf mit dem Wildgulasch. Wollen wir mal hineinschauen? So, jetzt wollen wir mal hineinschauen. Das sieht doch schon ganz gut aus, oder? Einen schönen Glanz stellen wir fest in der Soße. So darf es doch sein. Jetzt will ich mal als allererstes mal hier unser kleines Gewürzpaket herausnehmen, bevor wir das noch aus Versehen auf den Teller haben, Carmen. Ja. So, schau mal hier. Also die Zwiebeln, wie versprochen, sind so gut wie geschmolzen. Man kann sie noch erkennen. Das ist ja auch nicht schlimm. Aber was viel deutlicher ist, wir haben eine schöne Bindung in der Soße. Wie gesagt, ohne Mehl das Ganze. Und ich habe es eben schon gesagt, ein wunderbarer Glanz. Jetzt wollen wir mal probieren. Wie schon oft beschrieben, probieren wir die Soße auf einem flachen, kalten Teller. So können wir genau sehen, ist die Konsistenz in Ordnung, ob der Glanz da ist und vor allen Dingen die Bindung. Und das Allerbeste ist, sie wird kalt, sodass ich mir nicht schon wieder die Schnute verbrenne. Mmh. Toll. Die Preiselbeeren, diese Süße. Wacholder, ganz deutlich diese leichte Rotweinnote. Mh, richtig lecker. Mh,
Jetzt müssen wir noch herausbekommen, ob das Fleisch auch richtig schön zart ist. So, jetzt wollen wir mal schauen. Guck mal hier, ich schneide nicht, Carmen, hast gesehen? Ich habe nur gedrückt. Und hier drinne sieht doch super mürbe aus, also zart. Jetzt der Beißtest. Ihr Kinderlein kommet. Das Wildragout ist fertig. Mein Gott, ist das lecker. Dazu empfehle ich Rotkohl. Entweder selbst geschnitten und geknetet oder aus dem Glas. Beide Filme haben wir auf unserem Kanal zu jedem Thema. Und natürlich Mehlklößchen oder Kartoffelknößchen oder Serviettenknödel. Alles, was ihr braucht, findet ihr auf unserem Kanal. Wem das Ganze gefällt, dieses wunderbare Gericht, der möge uns ein Däumchen nach oben geben. Abonniert doch bitte den Kanal. Und Carmen hat Hunger und möchte euch noch schnell etwas sagen. Wir haben euch lieb. Dem schließe ich mich an. Tschüss, ihr Süßen.